holen wir raus. Guten Morgen. Wie ihr seht, ich habe den Vorlesebus wieder aus seinem Winterlager abgeholt. Wir haben heute was ziemlich Cooles vor. Und zwar machen wir in Berlin, blöderweise auf der anderen Seite der Stadt, einen Pop-Up-Store. Wir haben dort eine Ladenfläche angemietet und machen dann dort für 2 Wochen ein schönes Programm rund um Ostern. Das heißt, wir lesen gemeinsam mit den Kindern, wir basteln gemeinsam mit den Kindern. Probieren halt einfach dort, wo die Leute relativ wenig Geld haben, was Schönes zusammen mit den Kindern zu machen. Natürlich soll das Ganze auch irgendwie schön aussehen. Und deswegen sind Jens und Marc heute hier. Wir wollen verschiedene Sachen bauen. Unter anderem wollen wir die Wand ein bisschen verkleiden. Wir wollen ein großes Podest bauen, wo die Kinder dann sitzen, damit jemand vorlesen kann. Und das passiert heute alles. Was noch nicht? Es kommt noch was. Jens ist durch die Schlepperei, ist der fertig, bevor sie überhaupt angefangen hat. Na dann, Jens, steig's ein. Echt mega cool, ja. Wir sind jetzt im Baumarkt, wir wollen die Platten einladen. Und das ist ein Drive-In-Baumarkt, ja. Man kann die mit dem Bus, kann man hier reinfahren, das Zeug ganz bequem direkt ins Auto einladen. Richtig cool. Ja. Das sind noch schwer zu arbeiten. Vorsicht! Richtig viel her. Wir sind da, Stolberger 75. Also wir sind da in unserem kleinen Lädchen, das wird folgendermaßen, wenn alles gut geht. Hier kommt eine Wandverkleidung an, in ganz vielen verschiedenen Farben. Da sitzt ein Vorleser. Hier kommt ein Podest hin, wo ganz viele Kinder sitzen. Hier wird die Wand, da kommen so Holzpaneele ran. Hier kommt so anderes Zeug hin. Ich glaube, es wird gut werden. Vielleicht legen wir gleich zurecht, oder? Ja. Jetzt kriegt man schon eine Vorstellung, oder? Da, also eine Ebene fehlt noch. Dann wird das alles verkleidet und dann ist das Podest schon mal fertig. Und dann kommt an die Seite hier kommt der Kasten, der verkleidet wird mit dem mit der Glotze drin. Das war eine Riesendiskussion bei uns im Team, ob wir da eine Glotze mit einbauen. Das, was wir machen wollen, ist, dass wir quasi Fotos von den Büchern gemacht werden. Das läuft dann hinten auf dem Fernseher, läuft das dann immer mit durch. Das ist alles noch ein bisschen Aufwand, aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, oder Jens? Das ist so aufregend. Ich freu mich ehrlich ganz, ganz wirklich riesig. Ich freue mich auch auf die Eröffnungsparty. Sarah ist mit den Kindern gekommen. Wann macht es auf? Muss Mama fragen. Am 9. April. Hinter mir geht die Sonne unter und wir kommen langsam voran. Ich glaube, es wird richtig gut, ja. Ich überlege, ob ich es euch zeige, aber ich zeige es euch nur ganz kurz. Und dann zeige ich es euch, wenn es komplett fertig ist, okay? Habt ihr das gesehen? Anna hat sich gewünscht, dass wir so Flieger für die Decke machen. Die sollen da vorne dann ran. Morgen wird hier noch die Wand verkleidet. Und dann sind wir zumindest mit dem Grobzeug sind wir durch. Es ist soweit. Ta-ta-ta-ta. Geil, oder? Da sitzen, dann kommen dann lauter Kissen auf. Da hinten sollen noch so Vorhänge hin. Dann sitzen da die ganzen Kinder. Und hier, da sitzt dann in der Ecke der Vorleser und liest den Kindern vor. Jetzt geht's ab nach Hause. Guten Morgen. So, das ist der zweite Tag und heute probieren wir zumindest die Sachen, die wir bauen müssen, fertigzustellen. Im Übrigen muss ich mich echt entschuldigen, also falls gestern das Bild irgendwann schlechter geworden ist. Ich habe vorhin festgestellt, dass wir sau viel Staub auf der Linse hatten. Voll das geile Wetter. Jetzt geht's wirklich voran, echt mit großen Schritten. Die Holzwand steht, der Fernseher, wo wir mit Tierschlangen rumgeschraubt haben. Hier vorne werden jetzt an dieses Ding, wo der Fernseher dran ist, solche Bretter hier rein, damit das aussieht wie so ein schöner rustikaler Zaun. Und das wird dann lackiert in den Farben von Librileo. Poster ist auch schon dran, damit jeder weiß, was hier passiert. Aber wir haben auch den Vorlesebus vor der Tür. Feierabend. Podest steht. Das Ding ist fast fertig. Hier, die Holzwand ist auch fertig. Und ich habe noch schnell eine aus dem Restholz eine Getränkekiste gebaut. Quasi eine Kiste, auf der man sitzen kann, wo man aber auch unsere ganzen Getränkesachen einstellen kann. Ich bin zufrieden. Bist du zufrieden, Marc? Ich bin sehr zufrieden. Marc ist sehr zufrieden. Jens, bist du zufrieden? Super, alles super.